Klassen der Volksschule Dorfhalle machten im Rahmen ihres Sachkundeunterrichts eine Exkursion zum Linzer Bürgermeister. Klaus Luger lud als Stadtoberhaupt zu einer persönlichen Führung durch die Räumlichkeiten des alten Rathauses. Morning. Servus. Im Vorfeld bereitete jedes Kind eine spezielle Frage für den Politiker vor. Bürgermeister Luger begrüßte die Klassen und führte sie zur ersten Station, seinem täglichen Arbeitsplatz. In seinem Büro befinden sich zwei große Tische. Die nordwestliche Raumecke verziert der 300 Jahre alte Erker, der zum charakteristischen Turm des Gebäudes gehört. In einer Vitrine hängt die goldene Bürgermeisterkette, die das Stadtoberhaupt zu offiziellen Anlässen trägt. Den Arbeitstisch schmücken neben vielen Mappen mit Anträgen und Aufgaben auch Fanartikel von Linzer Sportvereinen. Zwei Bilder aus dem Lenters Kunstmuseum sowie Kunstwerke der eigenen Kinder verzieren die Wände des Büros. Ja, für mich ist es auch das schönste Büro, in dem ich jemals gearbeitet habe. Es folgte die zweite Station, der Renaissance-Saal. In diesem Saal hängen Porträtbilder aller Linzer Bürgermeister, die in Zeiten der Demokratie das Amt bekleidet haben. Der Gemeinderatssaal bildet die nächste Station. Hier finden unterschiedliche Veranstaltungen sowie Gemeinderatssitzungen statt. Die Mitglieder des Gemeinderats diskutieren hier gemeinsam über die Zukunft der Stadt Linz. Schauen wir in den nächsten Raum? Ja! Im Saal der Stadtregierung tagen die Stadtregierungsmitglieder jeden Donnerstag. Hier konnten die Schüler und Schülerinnen ihre vorbereiteten Fragen an den Bürgermeister stellen. Im Gespräch mit dem Politiker fanden sie heraus, dass der Bürgermeister keine Haustiere hat, in seiner Freizeit gerne Fußball spielt, in seinem vorigen Beruf Wissenschaftler war und dass er seinen Friseur im Frankviertel hat. Nach dem Gespräch führte der Rundgang zu einem alten Gemälde, das die Belagerung der Stadt Linz zeigt. Für Staunen sorgte ein Raum, in dem die ursprünglichen Gemäuer des Hauses sowie Wandmalereien freigelegt sind. So haben Menschen vor 500 Jahren für die gute Mitarbeit bekamen die Kinder zum Abschluss eine Anstecknadel ihrer Stadt und eine süße Belohnung.